Ja, sind wieder zurück. Ich bin jetzt schon mal wieder zur Normandie zurückgekehrt. Wir haben ja Miranda einen Besuch abgestattet. Und ja, ihr scheint es ja noch gut zu gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Haben dann auch direkt wieder einen Erfolg bekommen. Aha. Deshalb hat es uns ein bisschen früher rausgehauen, aber es war ja ein gutes Ende eigentlich für den letzten Part. Jetzt mal gucken, was wir jetzt hier mal machen. Wir haben ja immer noch viel zu tun. Und ich glaube, wir kümmern uns erst mal an, um die Geth haben wir uns letztes Mal wieder gekümmert. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mal wieder Cerberus bisschen Strich durch die Rechnung machen. Und die Vorbereitungen für die Rückkehr zur Erde werden. Signal bestätigt. Die werden dann wieder dort getroffen, hoffentlich auch. Nehmen wir einfach unsere guten Gegner da eliminieren. Aber hier können wir nicht hin, das heißt. Was? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo die sind. Ja, und jetzt. Ach so, da steht's doch. Gut. Aber stimmt, wir haben, glaub ich, nicht mehr viel. Ja, doch, wir haben wieder voll, okay. Hab schon gedacht, unser Treibstoff reicht wieder gar nicht aus. Und da. Cerberus. Präsenz. Landen wir natürlich und gucken, was wir da machen können. Wen nehmen wir diesmal mit? Vielleicht mal wieder Liara. Und Ashley. Und dann legen wir los. Können dann natürlich noch ein paar Stat-Punkte verteilen. Betäubungsschuss hier. Kraft. Gehen wir natürlich auf Kraft. Gegen eingefrorene Gegner. Das bringt ja relativ wenig, weil wer kann denn hier bitte einfrieren? Was ist das hier? Hindert einen Feind am Weitergehen. Okay. Kein Effekt, natürlich für gepanzerten Zielen, was ziemlich blöd ist. Und weiter geht's. Cerberus Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren. Aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt. Und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Gut, holen wir es wieder raus. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. Das war ja klar. Wo sind da jetzt die Cerberus-Agenten? Verdammt, da höre ich doch so viele Schüsse hier. Die kriegen wir noch down. Jawohl. Das Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. Es wurde uns da gar nicht angezeigt, dass da eine Granate ist. Ah, jetzt hat der Techniker nochmal ein Geschütz aufgestellt. Verdammt.
Ach, die gute Ash wieder mit ihrer Fertigkeit, ja, yes. Gut, Lyra, dass du da draußen bist und direkt versuchst, dich darum zu kümmern. Bisschen weiter vorzupreschen. Ah, die kriegen ja doch noch den Centurion. Ja, gut. Ah, die werfen da natürlich immer gut Granaten rein. Ah. Jawohl, die haben wir doch gut erwischt. Oh, da oben ist der Sturmschütze noch. Den haben wir ausgeschaltet. Jetzt sollten wir aber auch mal dieses Geschütz hier ausschalten. Das auf der anderen Seite. Nicht raus, okay. Jawohl, da kommen sie wieder direkt in unser Schussfeld. Die oberen Straßen sind frei. Zivilisten steigen in die Transporter. Moment, Commander. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Wo sind sie? Übermittle Koordinaten. Sie können sie dort abfangen. Wir müssen uns beeilen. Ach, verdammt. Los, schnell. Den Weg zu den Shuttles wieder freiräumen, dass die Zivilisten hier raus können. Verdammt. Einfach mal wieder Clustergranaten einsetzen. Ah, super. Hat mal wieder gar nicht so funktioniert, wie das funktionieren sollte. Was ist da noch? Ich sehe überhaupt nichts. Vor lauter Rauchgranaten. Bitte helfen Sie uns! Ja, was ist denn los? Da! Verstärkung ist eingetroffen! Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Hätte ich vielleicht eine andere Waffe mitnehmen sollen. Weiß ich, wie effektiv diese Waffe auch gegen Cerberus-Agenten ist. Verdammt, ey. Ja, immer diese tolle Kamera, wenn man da gerade irgendwo Deckung ist. Jawohl, die kriegen wir doch gut down. Hier wird niemand sterben, außer ein paar Cerberus-Agenten natürlich. Bitte helfen Sie uns! Wir helfen euch doch gerade, Leute! Was ist denn da los? Seht ihr das nicht? Verdammt, ich treffe gerade gar nichts mehr. Jetzt mache ich es einfach mal ein bisschen anders.
Verdammt. Es war einer mehr, als ich gesehen habe. Ah, dann müssen wir immer... Nein. Hier die Pistole nehmen. Nemo, falls du das liest, halte dich von der Taxistelle fern. Es wimmelt dort von Severus-Soldaten. Ja, toll. Das sehen wir gerade selber. Wieso sind die jetzt auf einmal da hinten? Wow. Geh doch in Deckung, ey. So, wir müssen denen folgen, ja. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die haben ja Shuttles. Jawohl. Bitte helfen Sie uns. Ah, toll. Leute, gebt doch mal Rückendeckung, was macht ihr da eigentlich? Ach, das haben wir doch schon. Wo sind die überall? Da ist jetzt keiner mehr. Ich würde sagen, von einer Seite haben wir jetzt schon mal Ruhe. Oder auch nicht. Was machen die anderen? Die sollen mir mal ein bisschen helfen. Nee, die stellen da nochmal ein Geschütz auf. Kann's weitergehen? Sie können gehen! Los! Was denn? Wir werden es schaffen. Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Sieht doch schon mal gut aus. Los, verschwinden wir von hier. Ein paar Zivilisten. Gut. Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benning rein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.